Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Purs und Art Attack. Jawohl, mein Name ist Glabur. Wir machen weiter. So, jetzt funktioniert das damit, dass der Zellenblock richtig ist. So, wenn wir jetzt... stationieren würden... müsste ich den Raum hier komplett als hohes Risiko einordnen. Bumm. Ja. Und dann würde das nämlich vielleicht hier mit dem Duschraum und so nämlich auch funktionieren. Jetzt müssen wir das noch einmal selbst einrichten. Das würde bedeuten, da eine Toilette, da eine Toilette, da eine Toilette. Da ein Bett, da ein Bett und da ein Bett. Und das, das, das. Und so, so, so. So. So, so, so. Und so, so, so. Jetzt müsste das eigentlich richtig gewesen sein. Jetzt probiere ich, das mal so durchzuziehen. Als kleines Verstärkung nehmen wir dieses Rohr noch bis damit hin. Und dann könnte das vielleicht klappen, dass der, wie soll man das sagen, der Druck reicht, um das durch die kleinen Leitungen hier zu führen. Kann reichen, muss es aber nicht in dem Sinne. Autosave, okay. Und dann Einrichtung. Räume müssen wir dann ja auch wieder fertig machen. Das wären dann die Zellen. Und... das hier wären dann die Duschräume. So. Ja. Soll der Pisser machen. So. Das hätten sie, dann müssten wir nur noch das so anschließen. So, noch läuft nämlich hier der Wasserdruck nämlich perfekt durch. Dann können wir nämlich wieder klonen und der Klon ist ja falsch. Den müssen wir löschen, wir müssen einmal einen neuen Klon machen. Und zwar so. Zelle wäre dann etwas größer. Ja, die lassen wir erstmal. Oh, hier ist richtige Warnmeldung gerade. Zu viele Löcher entdeckt wieder. Aber mal gucken. Warum meckert der denn? Warum sind denn jetzt hier der Raum weg? Was soll denn der Kram? Jetzt sag nicht, ich habe das jetzt alles so wieder ge... Betonmauern. Oh ja. Habe ich falsche Klone gemacht. Ist ja nicht schlimm. Konnte man ja schnell ausbessern. So, aber Versorgung müssen wir selbst machen. Und das ist lächerlich, das zieht man einfach nur einmal so runter.
So. Und dann wollen wir anfangen, das zu sortieren. Und zwar bedeutet das die Stationierung, dass die diese Zellen hier alle nur normales Risiko bekommen. Und die hohen Risikoleute wandern ab jetzt hier oben hin. Den Duschraum werden wir erstmal so lassen. Weil ich halt nicht weiß, ob das wirklich hundertprozentig so funktioniert. Ja, das ist jetzt erstmal einfach aussortieren und gucken, ob wir das so wirklich hinbekommen. Und so haben wir jetzt hohes Risiko und normales Risiko. Die hohen, normalen Risikoleute müssen bleiben jetzt hier in diesen Zellen und hohes Risiko geht jetzt ab in diese Zellen. Und dann halt gucken, wie es wird. Was sind jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 hohes Risiko, Leute, hätten wir dann. Und wir haben 17. Das ist okay. Also da kriegen wir die hohen Risikoleute hier schon mal raus aus diesem Bereich und gehen dann schon mal alle hier hin. Finde ich schon gar nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich gerade sagen. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. So, Arbeit. Sieht alles ganz okay aus. Haben wir denn jetzt eigentlich schon mal ein... Nein, wir haben immer noch keine Tischler, die das gemacht haben. Absolut keine Ahnung, was hier Sache ist. Wir bräuchten einfach nur mal einen Idiot, der das macht. Dann wird es, glaube ich, schon besser laufen. Aber gut. Oh, hier liegt alles voll. Na gut. Hier ist ja auch einiges zu tun, ja. 21 Zellen bauen ist ja nicht wenig. Wieso haben wir denn jetzt da oben keinen Strom mehr? Okay. Müssen wir hier mal so ein bisschen darüber ziehen. Die Stromkabel machen wir einfach auch mal. So. Ist natürlich schon wieder ein mega Auftrag da, diesen Zellenblock da fertigzustellen. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen sprachlos oder noch ein bisschen zu denken gibt, ist, wie kriegen wir oder wie baue ich dann die nächste Reihe? Mache ich den Mittelgang frei oder lasse ich dann halt hier an der Seite frei und baue dann die nächste Reihe, dass die dann von hier so da oben hin, dann da lang und hier hinten Platz freilassen? Da muss ich mal gucken. Das wäre ein Weg von 1, 2, 3, 3er Weg würde dann hier Platz sein. Das würde eigentlich gehen. Eigentlich. Ich müsste dann halt wieder nur ein Klon. Diesmal. Ach Quatsch. Wir müssen dann halt den Klon diesmal so machen. Einmal. Das wäre dann 1, 2. Ne, das ist... Wir haben doch da eigentlich 3 frei. Ein, hier müsste eigentlich der hin. So. Genau. Dann müsste ich den Klon wieder löschen, weil wir jetzt diese Mauer haben. Und jetzt müsste ich das nehmen. Und dann so weiterbauen. Kein Geld mehr. Müssen wir das mal aufhören. Oh, jetzt... Oh, sie haben einen Tunnel gefunden ohne... Ja, jetzt haben wir kein Geld natürlich. Müssen wir mal wieder ein bisschen auf Geld warten.
Also der Zellenblock kostet uns natürlich jetzt auch richtig Kohle, ne? Also das muss man jetzt ganz ehrlich mal sagen, Leute. Also das kostet uns richtig Geld, was jetzt hier gerade abgeht. Ich würde hier gerne zwei Wachen haben. So. Ja, ich habe wieder völlig übertrieben hier mit dem Bauen. Zu voll. Lieferzone ist proppenvoll. Können natürlich auch beigehen und den Export noch ein bisschen weiter nach unten ziehen. Das machen wir mal ganz kurz. Export. Wir machen das hier mal alles weg. Erhöhen hier die Lieferungen. Wo haben wir es? Erhöhen wir einfach mal bis hierhin. Warum blinkt das? So, haben wir. Ja, bringt glaube ich aber nichts, so wie es aussieht. Dann können wir das lassen. Das bringt uns gar nichts. Ich hätte jetzt gesagt, die würden das da vielleicht hinbringen, aber das bringt uns überhaupt nichts. Okay. Und dann Export. Ja, bis da. Und Müll brauchen wir dann wieder. Kapelle, Kantine, Abfall da. Und hier so eine kleine Ecke Abfall. Das reicht. So. Na, funktioniert's? Jawohl. Alles klar. Alle LKWs sind anscheinend weg. Wir haben wieder ein bisschen Geld, um die Tunnels zu schließen. So. Darum werden die sich dann auch kümmern. Also sie brauchen wirklich lange, um so einen Klon fertigzustellen. Also ich bin manchmal der Meinung, wenn man das selbst macht, geht's schneller. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach so meine Meinung gerade. Kann ich mich natürlich auch irren, aber es kommt mir halt so vor. Ja. Jetzt brauchen wir halt wieder ein bisschen Wasser. Und so. Stationierung, keine Ahnung, hier könnte ich auch die Namen irgendwie angeben. Aber damit muss ich mich, da seht ihr jetzt dieses Zeitplan Stationierung. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, zurzeit ist Einschließung, deswegen sind hier auch alle Türen zu. Naja, egal. Was wichtig ist, dass wir dann hohes Risiko uns die paar Leute holen. Was ich immer noch ein bisschen blöd finde, dass ich nicht sehen kann, wie viel normale Platz ich noch habe. Ja, das kann man immer noch nicht feststellen. Wir haben sogar ein niedriges Risiko. Ja, der kann in der Übergangszelle, soll der pennen. Das ist niedriges Sicherung. Ja, der soll einfach da bleiben. Ist doch Mumpitz. Na, hohes Risiko, den Leuten geht es natürlich jetzt auch besser wie den anderen, aber egal. Ja. Ja, die haben ja alles zusammen mit Duschraum und Zelle, Bücherei, Toilette, ziemlich große Zelle, wenn man es so nimmt. Die hätte man ein bisschen, ich hätte sie ein bisschen kleiner machen können.
Ja, ein Feld vielleicht, aber so sieht's gar nicht schlecht aus. Also ich mag das wohl schon leiden. Hier dieser Gang, der reicht auch vollkommen. Man könnte dann hier in der Mitte vielleicht nochmal sagen, wir lassen einen Zellenblock weg. Aber dafür haben wir ja hier hinten auch nochmal die Lauflinie. Also, ja. Wird man sehen, Leute. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen beobachten, wie das ist. Ich kann natürlich auch jetzt sagen, okay, ach ne, wir haben kein Geld, dass ich dann hier nochmal eine Gefängnistür hinmache. Genau immer an diesen Scheitelpunkten. Das wäre ja auch nicht schlecht. Ja, guck, jetzt gehen die nämlich gleich duschen hier und bewegen sich nämlich gar nicht Richtung Duschraum. Das ist doch cool. Ja, fertig geduscht. Ja, vielleicht hätte ich das Kackhaus hier auch noch mit reinbauen müssen. Aber die können doch eigentlich die... Ja, keine Ahnung, das weiß ich halt jetzt nicht. Das ist halt schwer zu sagen. Vielleicht hätte ich hier wirklich das Kackhaus auch noch mit reinbauen sollen. Aber die dürfen ja nur in den Duschraum, wenn sie den Auftrag haben, duschen zu gehen. Na, das ist natürlich jetzt so... Gute Frage, ne? Oh, hier geht die Post ab. Ja, ich muss unbedingt dann Essensraum noch für die hohes Risiko bauen. Aber erstmal sind die Zellenblöcke dran. Das ist jetzt erstmal wichtig. Ja, also das ist jetzt erstmal das, was ich gerne möchte. Und dann kommt hier unten Essensraum hin. Nur für hohes Risiko. Bewusstlos, okay. Der wird gerade wieder aufgepäppelt. Der auch. Der auch. Okay. Ja, das muss ich mir dann angucken, Leute. Jetzt haben wir gerade wieder ein bisschen Geld. Ich will mal hier gerade den Weg für die Leute ein bisschen verkürzen, dass wir hier nochmal eine große Gefängnistür reinbauen. Und dann hätte ich gerne noch die Metalldetektoren, die ich ja so schnell immer finde. Da. Eins, zwei. Und dann wäre das hier eins. Ja, einen schon mal. Okay. So, ich sage erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Pursen Art Attack und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis denn, tschüss!